Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Shadowrunner zu Vera am Mittag. Unsere Talkmasterin heute ist die Mystikerin, die uns in unserer letzten Aufnahmepause mächtig zugelabert hat. Uns, das ist natürlich zum einen der Becken Lorange. Hallo. Und ich halt der Shadowrunner. Und ich glaube, wir sollten loslaufen, bevor die wieder anfängt, irgendwie uns aus ihrem Leben zu erzählen und von ihren Visionen. Ja, die kennt ja auch echt keine Grenzen. Achso, ich bin hier erstmal nur gerade rumgelaufen, weil ich da vorne noch eben schnell die Uhren kaputt machen wollte. Ja, nichts anderes habe ich erwartet. Hier unten Wieso ist wieder so. Mich überhaupt die ganze Zeit? Nur weil ich eine Frau bin, oder? Ja. Also, wenn sie gleich irgendwie mit Kochrezepten oder Strickmustern ankommt, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja. Gut, ist denn da oben noch irgendwas? Weil ich dann bei mir? Meinte, ja, hier hinten geht es noch weiter, ja. Okay, ich hatte unten noch den einen letzten Zipfel erforscht. Aber ja, die Mystikerin will wohl mitbekommen. Wahrscheinlich ist sie bei dir geblieben, weil du den richtigen Weg gegangen bist und ich eher so falsch. Nee, ich habe eher schon die ganze Zeit das Gefühl, dass sie immer wieder rumläuft. Oh, hier ist Bosheit der irgendwas. Weiter habe ich nicht gelesen. Bosheit der Grässliche. Und der nächste Gegner wird dann sein Grässliche der Boshafte. Ja. Dann haben wir hier noch flinke Fleischfresser. Ich sehe schon wieder eine. Fleischfresser, das ist der Fastenname, der auch irgendwie bei Sauen Baum vorkommen könnte, oder? Ja. Und hier kommen wir wieder gerade von allen Seiten. Links ein Seraph, rechts ein Seraph. Und in der Mitte einfallen lassen oder so. Na gut, solange jetzt hier nicht auch noch der frivole Fleischfresser kommt, ist ja alles in Ordnung. Nein, das kommt erst in der Folge nach 22 Uhr. Aber du weißt ja gar nicht, wann die Leute das gucken. Ja, nach 22 Uhr natürlich nur. Aber lassen wir das Thema. Wir sind ja jugendfrei. Ja, wir sind frei und wir sind ja Jugend, hast du recht. Aber was hier alles rumläuft, dass er ja wieder so viele unterschiedliche Sachen und dein Hagel, der ist schon auf die Dauer. Echt? Nervig. Das habe ich nicht gesagt. Er ist auffällig, sagen wir es mal so. Ja. Vor allem ist es auffällig, dass ich ihn recht häufig auch leicht daneben setze. Ja, aber der kann anscheinend nicht so viel Mana kosten, wenn du den ununterbrochen machen kannst, ne? Ja. Oh, ich bin gerade mal wieder schnell. Und hier haben wir Lüthan, der ausgestoßen wird. Das ist ein verfluchter Engel. Und da hat sich's ausgeengelt. Ah, jetzt, ich muss mal kurz nachgucken. Okay, ich habe mich gerade verlesen. Ja? Ich habe mich nicht verlesen. Rissiger Putz. Das ist ein Hut, wohlgemerkt. Rissiger Putz. Das ist putzig. Ja, bei Putz denke ich irgendwie hier an das. An Wände. Ja. Ja, aber wenn man überlegt, dass du aktuell eine Metallplatte vom Gesicht hast, ist ritziger Putz vielleicht sogar eine Verbesserung. Ich wär vorsichtig, weil meine Metallplatte, die ich vom Gesicht habe, die hat auch noch ordentlich Stacheln im Gesicht. Wenn ich dir damit mal sonst. Oh, hier hat ein Blink. Ein bisschen näher komme, könnte das etwas unangenehm für dich werden. Ich frage nicht nach. Und hier ist, glaube ich, der Vorhof, wo wir ja auch hinwollen. Und jeder von uns will natürlich den Vorhof erforschen. Der Diener des Todes. Hier hat eben, dann, guck mal, das sieht so eben, ja, wollte ich gerade sagen, vorhin war auch alles voll Knochen. Ignoriert mich einfach. Ja. Ich warte hier drüben. Ja, bitte, endlich ist sie weg. Und das sieht wirklich aus wie eben, wieder so Leichenhaufen. Ja. Ich mach mal rechts den kurz weg. Noch nicht. Oh, da kommen aber diesmal sogar noch Bestrafer raus. Kommst du zurecht? Ja, ja. Alles gut. Gut. Dann haben wir links auch noch einen Haufen. Wir haben noch mehrere Haufen, sehe ich gerade. Ah ja, also 6 Stück insgesamt wird gerade angezeigt. Genau, das ist noch mehr als beim letzten Mal, oder? Ja, und ich habe rechts wohl noch einen übersehen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, und da kommt Kataris runter. Kataris.
Ja, das ist eine die Matrone des vielen Seelentiegel. Hier gibt es eine Halfter-Konklave. Sehr interessante Gegenstände. Oh, da sind Gesichter in der Kugel. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh, das tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur einmal ganz leicht gegenpusten. Mhm. Hab nur versehentlich meinen Zauberstab benutzt. Was war das? Das war Urzael. Und wer genau ist dieser Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut, gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Ich möchte anmerken, dass er nicht sauer auf mich sein muss, weil ich habe das nicht kaputt gemacht. Ja, ja, wenn Uschi auf mich sauer ist, finde ich das nicht schlimm. Ich glaube, wir können das Stadtportal benutzen. Richtig, das ich führt nämlich in die Enklave. Und da müsste dann wieder unser werter Tyrael stehen. Ja, hier oben rechts anscheinend. Vielleicht, ja, wir können ihn auf jeden Fall wieder ansprechen. Natürlich spreche ich als Erstes wieder den Seelensteinsplitter an. Der Tod wird alle holen. So, so. Gut, dann eher Schaut, doch Tyrael. Der Splitter wandelt sich. Maltael ändert irgendwie die Beschaffenheit des Seelensteins. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Um ihn aufzuhalten, müssen wir wissen, was er als Nächstes tut. Und dafür müssen wir seinen Plan verstehen. Oh. Hat da jemand gekokelt? Ich nicht. Das hat Urzael getan. Um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Urzael, es wird Zeit, dass er stirbt. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbrecht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen Halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. Ja, sollen wir uns vielleicht mal ihre Verzauberungsfähigkeiten ein wenig ansehen? Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Es gibt auch einen sehr schönen Comic, den ich im Internet gesehen habe. Und zwar sind das immer zufällige Verzauberungen und man kann arm werden, wenn man versucht, das zu benutzen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte als Beispiel einfach mal, was hat denn mein höchstes Level? Ich nehme mal mein legendäres Zweihandschwert. Und jetzt kann ich hier sehen, welche von den Gegenständen gegen Eigenschaften ich wegnehmen möchte. Zum Beispiel hier Erfahrung könnte ich einfach mal wegschmeiden und schmieden und könnte dafür ganz viele andere Werte bekommen. Zum Beispiel Gegner betäuben, Gegner blenden, kein Haltbarkeitsverlust oder ganz andere Sachen. Und dann kann ich ganz einfach sagen, ja, das möchte ich mal machen. Und jetzt schaue ich hier gerade, wo das geht. Verzaubern. Ah ja, ich muss es noch richtig anklicken. Genau, die Erfahrung will ich mal weg haben. Und dann kann ich für 19.000 Gold umschmieden. Und habe jetzt stattdessen... Habe ich jetzt drei Sachen zur Auswahl. Entweder ich mache wieder 50 Erfahrung. Oder ich bekomme sogar 65 Erfahrung. Oder ich habe eine kleine Chance, den Gegner zurückzustoßen. Und das werde ich einfach mal auswählen. Und hier kann man, wie gesagt, möglichst sehr schnell arm werden, wenn man eine bestimmte Eigenschaft haben möchte und es immer und immer wieder versuchen will. Ja, ich habe gerade mal da die Transmogrifizierung benutzt. Also ich habe meinen Helm einfach mal transmogrifiziert. Und jetzt hast du einen hübschen Stirnreif. Genau, jetzt habe ich einen hübschen Stirnreif. Sieht auf jeden Fall viel besser aus als das, was ich vorher hatte. Da stimme ich dir absolut zu. Dann könnten wir ja mal noch kurz ins Adelsviertel reinteilen. Dafür sollte die Zeit, glaube ich, reichen. Und mal schauen. Also letztendlich wollten wir ja wohl Urzael finden.
Und dafür müssen wir jetzt den Turm von Koreland finden und ein paar flammende Minen töten. Geht hier dieser Teleportationspunkt, der geht nicht an. Na gut. Vielleicht, weil du ihn schon automatisch hast. Ja, aber der leuchtet nicht so schön wie sonst immer. Weißt du, was ich meine? Sonst kamen ja so Ja. Flammen hoch. Aber na gut. Dann schauen wir mal, wo es die flammenden Maiden gibt. Nur Geduld. Nicht genug Zorn. Und es gibt schon wieder neues Nirgendwo. Diese der ältesten Adelshäuser im Westmark hielten sich gewaltige Jagdhunde. Noch nicht. Mögen sie im Leben auch zahm und friedlich gewesen sein, so wurden sie in den Händen der Seelenernter zu furchtbaren Bestien. Jetzt führen sie Rudel kleinerer Hunde an und gemeinsam jagen sie die Bewohner Westmarks. Ich will. Maltael schreit mal wieder ein bisschen rum und wir haben ein paar teuflische Hunde. Aber was man auf jeden Fall sieht hier in Westmark, ist es anscheinend immer Nacht und deswegen ist die Atmosphäre hier wirklich deutlich düsterer als in den Akten vorher, wo man es ja schon mal Tageslicht gab. Nein, hier ist immer dunkel. Ja. Oh, da vorne ist ein Haus der das Haus der Panik. Panik. Das klingt Ich doch gut. glaube, ich verfalle in Panik. Hilfe! Zu Hilfe! Nur hilf uns doch! Ist da jemand? Bitte! Können wir wieder gehen? Noch nicht bereit. Okay, hier sind ein paar Türen. Oh, da drin gibt's Geschenke. Na, alles Ja, gut? Ne, hier. ist auch wieder raus. Ja, es ist immer sehr schwer zu sehen, ob noch Gegner da sind, weil hier immer so was vom Himmel fällt. Mach doch mal wieder schönes Wetter, bitte. Ne, im anderen Raum sind die Geschenke. Schöne, schöne Sachen. Aber flammende Maiden haben wir noch nicht getroffen. Vielleicht kommen die ja hier hin. Ich benötige mehr Zorn nicht. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Sachen zum Zwischendurch kaputt machen. Ja, Also das finden wir super. ich wollte sagen, das muss dir gut gefallen. Ich bin stärker geworden. Ja. Ich sehe auch, ich sehe auch ganz schön viel. Nur Geduld. Und es gibt schon wieder neue Runen für mich. Aber hier ist auch das Ende dieser Gasse. Ah, hier ist noch eine Leiche, Moment. Eben angrabbeln, plündern. So viel Zeit muss sein. Du hast hier einen Waffenständer vergessen. Ha! Ja, zu spät, war schon kaputt. Würde schon mal von der Karte her sagen, dass hier unten nicht so viel ist. Wir haben Ja. noch ein paar Sachen. Dafür ist hier oben, da ist auch direkt wieder ein Nicht. Gegner. Ein goldener, cool Schädelbrecher. Ja, Albtraumhaft und Mörder. Mörder sind immer die, die lustige Sachen rumschmeißen, die dann explodieren. Noch nicht bereit. Aber natürlich haben sie gegen uns keine Chance. Hier gibt es viele kleine Sachen. Hier ist noch ein Leichenkeller. Das klingt auch Noch nicht. danach. Also würden wir da gleich unbedingt reingehen wollen, oder? Natürlich, weil du ja Leichen gerne angrabbelst, Alles schauen wir doch ist rein. tot. Doch ich weiß nicht mehr, was uns zugestoßen ist. Ich erinnere Der Anhänger! Er ist hier! Aber beim Licht! Das bin ja ich! Wie ist das möglich? Bin ich tot? Ich kann nicht tot sein! Nein! Haben wir gerade irgendwie Story verpasst? Ja, irgendwie war das ein interessanter Übergang. Zeit, dass euer Geist diese Gefilde verlässt. Ja gut, was auch immer. Es bringt Erfahrungspunkte. Tut mir leid, Lady Ansonia. Ja.
Ja, ist ja kein Problem. Ich glaube, sie wird nicht nochmal wiederkommen und es uns übel nehmen. Ja, das hoffen. Ich denke mal, wir können hier ganz kurz nach rechts, weil dann können wir das hier abschließen und da vorne den Schatzgoblin uns schnappen. Ach, den? Ja, genau den. Wunderbar. Dann haben wir das da auch alles erforscht. Wir haben aber immer unsere beiden Questziele, sind wir noch kein Stück näher gekommen. Noch nicht. Nee, das ist ja auch manchmal so. Muss auf jeden Fall sagen, die haben so ungefähr alle 5 Meter Tore in der Stadt. Ja. Hat ihnen aber nicht viel geholfen. Nicht so wirklich. Aber vielleicht haben sie sie auch einfach alle offen gelassen. Weil vielleicht war ja, als Uschi kam, gerade Tag des offenen Tors. Ja, und da ist gerade Captain Chili auch. Captain Chili, ja. Aber ich glaube, das Problem, das haben wir gerade selber rausgefunden. Du musst ja nur zu den Toren gehen und die von Weitem anklicken und dann gehen die auf. Und wenn das dann halt da Maltail auch machen kann, dann ist es klar, dass das nicht so viel hilft. Ja, also da gab es einen generellen Denkfehler bei der Konzeption des Tours. Ja. Noch nicht. Noch nicht bereit. Aber eigentlich metzen wir alles wieder, dann ist danach alles gut. So. Nur Geduld. Ah, guck mal, da oben ist, glaube ich, ein Questziel. Flamme Maid, die erste. Die macht aber auch nicht so viel, außer gelbe Gegenstände fallen lassen. So, sterben. Zum Beispiel Talienbestrafer und tobende Maid, tobende habe ich schon wieder vergessen. Nur Geduld. Oh, und da kommt schon die nächste angerauscht. Noch nicht. Feuerteufel steht bei ihr dabei. Schnell weg, bevor es explodiert. Und sollten wir uns vielleicht in der nächsten Folge dann die letzte irgendwo suchen? Das denke ich mal. Dann haben wir nämlich einen wunderbaren Cliffhanger. Und ob wir die dritte dann auch gleich finden und ob weiterhin alle Türen einfach für uns aufgehen, das werdet ihr dann rausfinden. Bis dann. Bis dann.